So Leute, wir haben Pre-Release-Wochenende. Auch wenn es mir noch nicht so gut geht, ihr hört das an meiner Stimme, ich bin echt noch krank. Ja, wollte ich euch auf jeden Fall unser Pre-Release-Battle nicht vorenthalten. Wie immer sind eine Menge coole Leute dabei. Und ich lese die jetzt einfach so von oben runter vor, wie ich sie aufgeschrieben habe. Das hat keine Reihenfolge, keine Gewichtung oder sonst was. Wir haben Dr. Alzheimer, Commander Unlimited, Tim Soat, DMTG Box, German Magic Stories, It's a Kind of Magic, Melanie Bone MTG und Chuty MTG and more. Und ja, wir machen jeder ein Pre-Release-Kit Neon Dynasty auf von Kamigawa, dem neuen Set, was jetzt rausgekommen ist, seit gestern, deswegen mega Hype, und gucken, was wir so für Value rausbekommen. Dafür zählen Rares, dafür zählen Mythics, dafür zählen Foil-Karten und mal gucken, was wir haben. Ich freue mich mega auf das Set. Ich bin mega gehypt auf das Set. Es sind ein paar Karten drin, die ich unbedingt haben will, und es ist pink. Es gibt nichts Cooleres als pink. Pink. Ich möchte das nochmal gesagt bekommen. Genau, machen wir auf. Wir haben wieder diese länglichen Boxen. Wir hatten jetzt ja längere Zeit lang diese viereckigen Boxen wieder. Jetzt haben wir wieder längliche Boxen. Hier ist so ein komischer Roboter drauf. Und wir haben erstmal einen W20 Spindlernwürfel in Blau. Schade. Den hätte ich gerne in pink gehabt. Dann haben wir ein Posterchen von Kaito Shizuki in Japanisch. Dann haben wir unsere Verpackung, recycelbare Packung. Ich verstehe immer noch nicht, warum sie davon nicht einfach mal irgendeinen Booster komplett da reinpacken. Einfach zum Testen. Keine Ahnung, das nächste Double Feature oder so. Das nächste Double Master. Ja, wir haben jetzt hier 6 deutsche Draft Booster. Die sind made in Belgien. Das heißt, die sind von der Qualität her auch gut. Und gucken wir mal an, was wir haben. Wie immer bei sowas, ich gehe so ein bisschen über die Kamps und Ankamps in meinem Augenwinkel drüber, werde aber hauptsächlich hinten über die Rares reden. Am Anfang wahrscheinlich ein bisschen langsamer, am Ende wieder ein bisschen schneller. Ay, Ganyo, es ist so cool, das ist halt, es ist für mich einfach der Highlight. Ich habe das Highlight des Jahres. Ich habe ja auch schon die letzten paar Wochen damit verbracht, alte Booster aus dem alten Kamigawa aufzumachen. Wer das noch nicht gesehen hat, bei mir auf dem Kanal könnt ihr die alten Booster mit angucken. Und oh Mensch, Ninja, Verzauberungskraft. So schön. Es ist einfach Fahrzeuge, also Mechas und was nicht alles. Es ist so cool. Es sieht so cool aus. Es wird wahrscheinlich eins meiner Lieblingssets der letzten Jahre einfach sein, und es wird es auch immer bleiben. Und oh. Reliquienschrein am Straßenrand. Opfere den, ziehe eine Karte, falls du einen Artefakt löst, ziehe eine Karte, falls du eine Verzauberung kommst. Oh, man kann damit 2 Karten ziehen. Nicht schlecht. Prototyp des Naturtalenten. Okay, ein Fahrzeug. Dann haben wir. Oh, nee, noch nicht. Dann haben wir. Als unsere. Oh, die. Ja, da kommen wir gleich zu. Als unsere Rare, einfallsreiche Iteration. 4 Mana, eine Saga. Die kommt mit einer Sagamarke ins Spiel und nach dem Zielsegment bekommt ihr eine weitere Sagamarke. Bei der ersten Sagamarke hat sie, bringe eine Kreatur oder einen Planeswalker eurer Wahl zurück auf die Hand des Besitzers. Das ist stark. Bei der zweiten Marke bringen wir eine Artefaktkarte aus unserem Friedhof zurück auf die Hand. Falls wir das nicht können, ziehen wir eine Karte. Mittelmäßig. Und bei 3 schicken wir diese Saga ins Exil und bringen sie transformiert wieder ins Spiel zurück. Und transformiert ist es ein 3-3-Flieger, der immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, können Gegner in diesem nächsten Zug keine Zaubersprüche mit demselben Mana-Betrag casten. Das ist gar nicht mal so verkehrt, weil wenn du da was für 1 castest, kann der Gegner halt nichts für 1 casten, was in relativ vielen Formaten sehr relevant ist. Das ist sehr cool. Genau, dann haben wir diese Standardländer. Das ist genau das Standardland, was ich am schlimmsten finde. Weil, wenn ich die so in der Hand habe, könnt ihr mir sagen, dass das ein Sumpf ist? Ich nicht. Also für mich ist das kein Sumpf. Das Artwork ist schön, aber es gehört nicht zu einem Sumpf. Und wir haben noch einen Schatz. Diesmal in einem anderen Artwork. Okay. Ja, soviel zum ersten Booster. Ich bin super langsam unterwegs. Es tut mir jetzt schon mal mega leid. Ich versuche, ein bisschen zu upspeeden. Wir haben schon über 5 Minuten auf der Glocke. Gefühlt 5 Minuten. Gezählt noch nicht. Oh mein Gott, das ist dieser neue Rahmen. Dieser Ninja-Rahmen. Der sieht auch richtig cool aus in real life. Das ist echt hübsch. Oh mein Gott, das ist wirklich hübsch.
mehr Rattensamurai. Nee, Rattensamurai, Ratten-Ninja. Okay, ist ein Unterschied. Ja. Ansonsten, ich bin halt auch mal gespannt, ob ich euch das Deck zeigen kann. Und wir haben, oh, wir haben eins der Länder. Takenuma, verlassenes Schlammdorf. Tappen für ein schwarzes Blutzoll. Das heißt, wir können die aus der Hand abwerfen für 4 Mana. Und wir millen 3 Karten und bringen dann eine Kreatur oder Planeswalker-Karte aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Diese Fähigkeit kostet ein Mana mehr für, ein Mana weniger für jede legendäre Kreatur, die wir kontrollieren. Das sind Commander Stables. Diese Länder werden bockteuer, meiner Meinung nach. Und das Grüne davon ist jetzt schon bockteuer. Und dementsprechend, ja. Ich habe zumindest das Schwarze, ist okay. Dschungellichtung und ein Bedrohlichgeist. Okay, ja. Dann weiter geht's. Ah, wunderschön. Ich bin halt mal gespannt, wie dieses Set altern wird. Ich bin all in auf diesem Set. Ich vertraue diesem Set sehr, weil es sind super viele coole Karten. Sie haben einen super schönen Rahmen mit dem Ninja und dem Samurai-Rahmen. Sie haben neonfarbene Karten und was nicht alles. Das ist also, ja, es kann nur gut werden. Es kann Leben des Toshiba Umezawas. Toshiba Umezawa war der Held des ersten Kamigawa-Blocks, wer es nicht wusste. Es war eine der wenigen Male, dass eine schwarze Karte ein Held war. Ja, dann haben wir, was bist du denn? Wolkenstrahl Kirin. 3 Mana, 3/2 fliegen. Die ausgerüstete Kreatur hat Flugfähigkeit und du kannst die Partie nicht verlieren. Der Gegner kann das Partie nicht gewinnen. What? Okay, Rig-Konfiguration heißt, wir legen diese Karte an eine Kreatur unserer Wahl an, lösen sie von der Kreatur und können wir nur machen wie eine Hexerei. Das ist wie eine Art von Ausrüstung, was aber kein Ausrüsten ist. Okay, finde ich ganz cool. Da ist ein Hochland und da ist ein Spirit-Token. Das sind sogar ziemlich coole Spirit-Token. Ja, keine Ahnung, was die Karten wert sind. Ich vermute mal, dass das Land ein bisschen was mehr wert ist, aber ansonsten weiß ich es halt echt nicht. Oh, der rote Samurai-Rahmen ist auch so hübsch. Oh mein Gott. Krabbe, Hund, Artefakt, Aura. Ach, so schön. Menstruiden-Handwerker. Hier ist übrigens Ära der Lande. Das verwandelt sich in den namenlosen Eroberern. Mega. Ich finde, gerade die Sagas sind in diesem Set richtig, richtig schön geworden. Das ist wirklich, oh, da haben wir doch. Profession des aufblühenden Lebens. Was für eine Karte. Ein grünes und X. Als zusätzliche Kosten können wir eine beliebige Anzahl an grünen Karten aus unserer Hand in Exil schicken. Kostet dieser Zauberspruch im Wirken 2 Mana weniger für jede Karte, die wir ins Exil geschickt haben. Dann bestimmen wir eine Kreatur unserer Wahl, die Mana kosten gleich kleiner als X hat. Also X oben, diese Mana-Kosten hier oben. Wichtig dabei ist, dass wir die Karte schon am Feld haben müssen. Das ist jetzt wichtig für den folgenden Effekt. Wir durchsuchen unser Deck nach einer Kreaturenkarte mit demselben Namen und bringen sie getappt ins Spiel. Ein bisschen nach unser Deck. Wir können auch vom Gegner eine Karte wählen, aber wir müssen sie vom Feld wählen. Deswegen, das ist kein Green Sunsinit. Das ist eine sehr schlechte Karte. Terrarium des Ökologen. 2 Mana-Artefakt. Wenn es ins Spielfeld kommt, können wir unser Deck im Standardland durchsuchen, sie vorzeigen auf die Hand nehmen, danach mischen. 2 Mana-Tappen, opfern, wir legen eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur und so weiter. Hm, nicht so geil. Dann eine Ödnis und ein Samurai. Oh mein Gott, das Artwork von dem Samurai mit Wachsamkeit. Ja, das war eher so ein schlechtes Booster. Mal gucken, was noch kommt. Also ich bin ja, tendiere ja dazu, dass ich bei diesen Booster-Battlen, Pre-Release-Challenges, wie ihr aber auch immer sie nennen möchtet, sehr schlecht abschneide. Und aktuell sieht es auch so aus, als wäre das weiterhin der Fall. Ära der Erleuchteten, da haben wir dann die Hand der Erleuchtung. Okay, auch sehr cool. Versteckter Innenhof, der ist was wert, zählt leider nichts. Keine Mythic, keine Rare, ist aber tatsächlich eine sehr gute Karte. Dann haben wir Menschberater, dann haben wir Aiganyu-Aufstand. Ein rotes und X und ein weißes. Ein rotes und weißes und X, so ist richtig. Erzeugen wir X, 2/2 weiße Samurai mit Wachsamkeit und sie halt mit Drohlichkeit und Eile, bis man es zu ist. Jeder Gegner kriegt X minus eine 2/2 weiße Kreatur. Ich verstehe diese Karte nicht. Ich finde sie so bad. Und dann haben wir Goshinati, der grenzenlose Lebenskraft. 2 Mana, 1/1. Legendäre Verzauberungskreatur Schrein. Wichtig, Schrein ist kein Kreaturentyp. Bedeutet, wir haben hier eine Karte vor uns, die keinen Kreaturentyp hat. Was ich sehr ätzend finde. Sivasor, Trampelschaden. Zu Beginn des Endements können wir 1 Mana bezahlen. Falls wir das tun, legen wir auf jeden Schrein, den wir kontrollieren, eine +1/+1 Marke. Nee, für jeden Schrein, den wir kontrollieren, eine +1/+1 Marke auf einen Schrein unserer Wahl. Also können wir die halt hochpumpen. Das ist nicht schlecht. Dann wildes Hochland und oh mein Gott, es gibt wieder die hier. Die muss ich wieder sammeln. Ha, schön, weil die geben meistens immer, nicht meistens, sondern die geben immer im Hintergrund so ein wunderschönes Bild.
Dementsprechend freue ich mich schon drauf, die zu sammeln. So, gehen wir weiter. Mehr Ninjas, Office Ninja, Räuber sind weiterhin ein Ding. Okay. Der Affe, der mich mit einem Affen ausrüsten möchte. Aura-Artefakt. Ja, die lange Nacht. Und dazu haben wir eine Animus, der Griff der Nacht. Ja, weg ist er. Dann Kaninchenbatterie. Oh mein Gott. Segen des Bosejo. Ich hätte gerne das Bosejo. Grableuchter. Und Prozession des wirbelnden Nebels. Ein blaues und X. Als zusätzliche Kosten können wir eine beliebige Anzahl an blauen Karten aus unserer Hand exilen, um die zweimal günstiger zu machen. Und wir können X Kreaturen unserer Wahl destabilisieren als Spontanzauber. Was ganz nett ist. Aber destabilisieren ist halt. Ja. Ja, wie immer ein sehr schlechtes Pack von mir. Mal gucken, was wir hier drin haben. Also Pre-Release Challenges sind halt überhaupt nicht meins. Und es macht mega Spaß mitzuspielen. Aber ich bin super bad darin. Ich bin wirklich, wirklich bad darin. Das ist ein Arena-Code. Wer den haben möchte, kann den gerne einlösen. Der ist noch nicht eingelöst. Ich werde den auch nicht einlösen. Das sehe ich nicht ein. Arena ist einfach kein gutes Programm mehr. Dann haben wir noch die Nummer 4. Die Nummer 9. Und die Nummer 8, die haben wir leider schon. Und wir haben Lehren der Kirin. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir doppelseitige Karten als Pre-Release-Karten haben können, oder? Verbessert mich bitte in den Kommentaren, wenn das nicht so ist. 2 Mana, wir millen 3 Karten, erzeugen einen 1-1 Geist. Bei der zweiten Marke legen wir eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur unserer Wahl und danach drehen wir die um. Und ja, immer wenn Kirin, der berührte Orochi, angreift, schicken wir eine Kreaturenkarte unserer Wahl aus dem Friedhof ins Exil und kriegen einen 1-1 Geist. Oder wir schicken eine Nicht-Kreaturenkarte ins Exil und legen eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur unserer Wahl. Gar nicht mal so bad. Wirklich nicht bad. Aber ja, hier seht ihr jetzt noch, was das ganze Pre-Release-Kit wert ist. Und schaut bitte unten in die Beschreibung rein. Da könnt ihr bei den anderen Leuten sehen, wo die Channel sind oder die Leute, die schon hochgeladen haben, wie das Video ist. Und ja, danach werden wir irgendwann mal vergleichen, wer gewonnen hat. Ich gehe nicht davon aus, dass ich gewonnen habe. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.